Na, Mensch, ich kann deinen Gefangenengeist befreien. Alle. Nein, kann nicht weg. Er dreht mir wieder die Arme ab. Oh, das tut so weh. Aber sie wachsen wieder. Ich versteh's nicht. Das war bestimmt schon 50 Mal so. Pfoten weg von meiner Gefangenen. Oh, jetzt kommen Gegner. Das hier ist mein Platz. Oh. Ja, der hat ein Schild. Gut. Hat so lang gedauert. Das Ding, die Waffe, lädt so langsam nach. Ja, da muss der zieht es automatisch kann. Ein. Das ist scheiße, das ist nix. Lebensblut. Da muss ich dir halt eine Handwaffe weg, wenn du sagst, ja, ja, ist schon gut. Ist schon gut. Hab ich schon. Ich probiere die. Oh, bin auch gut. Gut, fein, schön. Fein, schön, ja. Bin aber wieder da. Warum nicht? Du existierst gerade und gleichzeitig existierst du nicht. Denk nicht darüber nach. Das ist total abgedreht. Ich dreh durch. Du musst mich hier rausbringen. Ja, gleich, gleich. Wenn der Ola auch wieder bereit ist. Ich bin bereit. Ja, sie läuft raus. Ich muss schauen. Ich muss schauen, wo ich hier bin überhaupt. Na, hier oben. Wir müssen wieder zurück. Ja. Wir müssen hier unten hin irgendwie. Nein, wir müssen, sie läuft zurück. Wir müssen den ganzen Weg zurücklaufen. Hinter ihr her eigentlich. Nein. Sie läuft und läuft und läuft. Guter Fund, Bestie. Könnte ich auch mal machen. Läuft genau auf mich zu. Siehst du, jetzt bin ich in Lady. Ja, du bist auch draußen gespawnt, ne? Ja. Ja. Ich muss zurücklaufen. Ich hoffe, ich finde den Weg. Oh, Automaten? Gleich mal. Man weiß ja nicht, wer hier noch ist oder kommt. Glaube ich, laufe richtig. Ich höre schon wieder Musik, da wird es gleich wieder losgehen, ne? Oder? Wo bist du? Hä, bin ich im Kreis gelaufen? Bin im Kreis gelaufen. Ja, schön. Dann hinter der? Ja, ich bin im Kreis gelaufen. Gott. Ja. Bin wieder da, wo ich eben gerade angefangen habe zu laufen. Hm. Ist ja verwirrend. Ich dachte, du wärst hinter mir gespawnt irgendwo. Nee. Deswegen habe ich es gewartet. So, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier drinnen. Ja, hier drinnen. Wo wir das begonnen haben. Außen, da wo wir das Zeug begonnen haben. Ich muss immer den Ausweg finden. Ah ja, ich will schon ballern. Ein Geschütz höre ich da ballern. Ne? Oder bist du das? Ach, du bist das. Hier, Geschütz. Ich mag deine Begeisterung, Bestie. Ich hoffe, ich bin nicht alleine hier. Hier, wo du angefangen hast, haben wir doch gedacht, wo wir gestartet sind, wo du den Kopf reingesteckt hast, wo du daneben dran dann das gestartet hast. Ich habe keine Plan. Du läufst ganz raus, Billy. Ganz raus, unten raus, aus dem gesamten Gebäude. Ich bin tot, hier sind so viele Feinde, warum läufst du auch so weit weg? Das ist doch riesig bei den Jungen. Ja, und wenn die Feinde sind, kann ich die alleine machen.
Ja, ich konnte, ich muss ja hinterher laufen. Nee, hätten wir nicht, ich wäre dahin allein hingelaufen. Ja, na gut, ich bin hinterher gelaufen, wie du gesagt hast. So. Na egal, dass egal. Das kriegen wir doch alles. Dass du dich mit allen Feinden anlegen musst. Ja, aber ich da auslaufen muss, ich hätte auch vorher sterben können, dann wäre ich auch helfen können. Hast du Grüß Gott gesagt oder guten Abend oder so? Freundlich kommt mal leichter nichts. Ja, aber die wollen nicht, schießen alle auf mich. Scheiße. Kann nur durchlaufen, alle sind zu dir, ich bin schon wieder tot. Ach, leck mich doch am Arsch. Mal, muss ich halt. So, ich darf nicht tot gehen und dann bin ich gleich bei dir. Na, okay. So. Ist zwar für die Zuschauer nicht so interessant, ne? Aber ja. Was soll's. Alleine scheiße. Hast Feinde für zwei und bist alleine, weißt du? Hyperion. Ja. Hyperion. Ja, 24 Stunden später, wir stehen jetzt hier vor und haben gesagt, wir machen das nochmal. Müssen es ja nochmal machen. Den Bossfight, weil gestern war schon wieder zu spät. Da müssen wir runter. Ich habe so eine Pumpgun angelegt und vor allen Dingen, wir werden beide erstmal hauptsächlich auf dicken Fetten schießen, ne? Auf den Boss. Die anderen werden dann nebenbei abfallen, sag ich mal. Ja, die fallen ab. Und setzt auch deine Fähigkeiten an, die du hast, ne? Ja, sowieso. Gut. Runter, Olaf? Komm. Ja, also gut. Los. Yay! Genau da. George Lächeln. Hey, die Dinger, die sprengen einen weg hier. Weißt du, welches Level er hat? Nein, weiß ich nicht. Ich dachte, du hättest es schon gesehen. Wo muss er hier? Munition? Ich komme runter, warte. Yay. Ist das das Beste, was du bieten hast? Ja. Ja, da war ein Problem. Ich bin fertig, komplett. Ja. Den hab ich fast herunter, den Dicken. Ja. Gesundheit. Ah, das ist perfekt. Sehr schön. Ich wusste, ich finde die Kammerkarte. Ich komm runter. Ich hab's gesagt. Ich bin gerade gespawnt wieder. Gut. So. Aufsammeln. Was gibt's hier? Hammer verkaufen. Hatte ich jetzt aber auch nicht drauf geachtet, was für ein Level er hatte. Nee, ich auch nicht. Ich hab zu tun gehabt mit den Kleinen und den Dings und dass ich denen was antue und so weiter. Ja, das ich auch. Boah, ein bisschen früh auf einmal. Mein Shotgun hat zwar ein Schild, aber nur für vorne. Wenn die ja von hinten ankacken, auf den Deutsch gesagt, dann. Ja, und wenn du hier in diesen komischen Kabeln liegst, wenn die leuchten, wenn du da stehst, dann kriegst du einen weggeballert. Ja, die explodieren irgendwann, du. Ja, ich meine, dann wirst du in der Luft gestollen, nimmst du Schaden. Ja,
Eben. So, alle Kisten aufmachen. Hinter dir, Olaf, ne? Schwere Muni voll. Ja, ist ja schön. Ja. So. Dings ist auch voll. Kann man verkaufen, so. Aber ich kann nichts mehr mitnehmen. Longbow. Das geht auch nicht. Kann nichts mehr mitnehmen. Dass du so ein Superfan bist. Ach ja, du fragst dich sicher, was die ganzen Statuen hier machen. Ach, das ist so eine Sache von mir. Zieh auf die Bildschirme. Maschinenpistole, okay. Nimm ich mal mit. Du willst keine Waffe mitnehmen, ja, oder was? Ich habe den Sonnenklappern einen Platz in unserer Familie angeboten. Aber sie wollten nur Waffen und Geld. Sie haben uns betrogen. Oh, und dann sagte Troy etwas Großartiges. Götter? Verhandeln nicht. Götter, verhandeln nicht! Ich liebe es! So gut. Wie ich schon sagte, diese Karte ist jedenfalls voll im Arsch. Also nimm sie ruhig, ich hole sie mir später wieder. Nimm sie ruhig. Du bist mein treuster Anhänger, Kamadin. Du weißt es noch nicht. Kann ich auch verkaufen? Ich wusste, dass du die Karte findest. Bring sie her und lass sie nicht aus den Augen. Ich habe sie einmal verloren, das reicht. Ja. Falls du noch was aufnehmen willst, sonst sammle ich das auf, kauf das, weißt du? Ich wusste, dass es einen Grund gibt, warum ich dich bei mir habe. Gut. Fertig mit aufsammeln? Ich denke schon, ja. Gut. Dann nehme ich das hier auch noch auf. Solange Platz ist, kann man alles verkaufen. So, jetzt müssen wir irgendwo raus. Aber da mal eng sind noch Kisten. Die sind noch zu. Oh, hab ich die übersehen. Ja. Hä? Ah, das ist bis. Munition drin, überall voll. Ja. Ach, da hinten ist eine Treppe, da muss man hoch. Okay. Hier hinten in der Ecke. Jo, ich seh's. Ja, gut. Hier kommen wir mal zurück zum anderen. Ne? Können wir gleich als verkaufen. Ach, hier sind noch Kisten. Ah, oh, hier ist eine Waffenkiste. Ah, eine Waffenkiste. Ding, ding, ding. Wir sind jetzt Level 8, ne? Geworden. Wir sind jetzt Level 8, ja. Ja. Level 5. Level 7. Das ist ein Shotgun. Ja, gut. Inventar voll. Siehst du, da geht schon los, weil ich so schnell war, so viel eingesammelt habe. Dann kommt das Weiße raus. Zack. Zack. So, Kilomani. 15 halt die Plus. Jetzt haben wir die andere genommen. Das soll wegschmissen. Was haben wir hier? Okay, so. Morpheus Vorschlag, Teil 3. Echolock, handle jetzt oder still. Was ist denn das? Hä? Die nehmen. Ja, bestimmt Echolock, ne? Ja. Ja, da kannst du es nehmen, anhören. Sobald wir die Karte haben, begleiten unsere Anhänger euch zur Aufnahmezeremonie. Macht euch für die Ankunft bereit und befreit euren Clan von Freidenkern, bevor ihr eintretet. Die große Kammer ruft! So, die große Kammer ruft, ne? Das ist in Ordnung. Ja, ist nett von ihm, ne? Ja. So, jetzt sind wir nach dem. Ich lasse den Abgott Schilde. Keine 22 Schuss von 338, das ist gut. Yeah.
Kühlpunkte 2. Was? So, jetzt habe ich erst schon alte Arme. Häufig ist noch bis zu 5% pro Sekunde. Dauer 5 Sekunden. Okay. In 5 Sekunden ist meine Gesundheit wieder da. Das ist in Ordnung. Habe ich jetzt geskillt. Gut. So, ja, dann müssen wir hier wieder zurück. We must go home. Irgendwo einen Automaten finden will verkaufen. Da die Tasche wieder leer kriegen. Oh, guck hier. Ja, Schränke. Alles weiß, kann man drin liegen lassen. Ja. Umschauen. Money. Ich schütteln. Money, money, money. Ja, du ja. Hast gekriegt. Kriegen wir ja beide, ne? Ja. Oh, hier kommen wir Orgel spielen. Hier ist noch eine Kiste. Was haben wir hier? Munition. Alles Munition. Nichts ja, brauchen wir. Gibt viele Munitionskisten, ne? Ja, das ist gut. Im Geld läuft er vorbei. Grün leuchten. Hier haben wir auch noch Geld gekriegt. Ja, hier sind noch Schränke. Da kannst du ja nicht sagen, dass du das nicht über der Tür übersiehst, was? Die leuchten besser als bei... Ja. Bei Zweierteil. So. Gut. Gut, alles weiß. Guck mal, wer hier sitzt. An diesem Kopf. Da ist ein Kopf drin. Aha. Können wir aber nicht nehmen. Ich glaube, der gehört zu irgendeiner Nebenmission. Das ist eine Nebenmission, die müssen wir bloß annehmen. Ah, so, gut. Ja, so. Benutzen, eh benutzen, steht da. Ja, aber die Kisten auch machen. Komm hier raus hier. Ach. Gott, alles nur Munition. E benutzen wir mich da. Ach, hier ist noch eine Kiste sein da, ja. Die kannst du benutzen. Nee. Hier oben da auf dem Kopf musst du da, wo das. Ach ja. Also du willst zeigen ist, da kannst du benutzen. Ein Kopf in einem Glas. Wahrscheinlich nicht das Verrückteste, was du heute gesehen hast. Ja. Kennst du diese kopflose Banditin? Das ist meine Kriegslord-Stellvertreterin Big! Meine beste Brunette! Schnapp dir den Kopf! Okay. Nehmen Sie müssen sie VR-mäßig verhört haben. Wir haben das bei Hyperion auch gemacht, wenn einer bei Industriespionage erwischt wurde oder jemand den Brokkolisalat aus dem Pausenraum geklaut hatte und alle Hunger hatten. Big steckt auf jeden Fall in einer virtuellen Folterkammer. Du musst da rein und sie rausholen! Aufregend! Ich habe noch nie in einem Kopf gejagt. Irgendwo beim Tor zur HRS müsste eine VR-Konsole sein. Schließ einfach den Kopf an, dann digistructet dich dein Echo direkt ins VR-Konstrukt. Ich würde ja selber reingehen, aber das VR-Zeug macht mich total kirre. Niemand zerlegt meinen Körper in Moleküle. Ich bin mehr so der analoge Typ. So, es überrascht mich schon, lang, dass die KDK VR benutzen, aber das Zeug ist ja heute spottbillig. Die Leute erschaffen da drin schließlich ganze Welten und leben dort. Ist aber schon komisch, die meisten besuchen Welten, die vor 7 Jahren gemacht wurden. Hier war noch irgendwo eine Nebenmission, ne?